Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Rückfahrkamera-Nachrüstung bei einem BMW 5er F10 Facelift. Bei einer Rückfahrkamera-Nachrüstung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine originale Kamera ab Werk verbauen von BMW. Man kann auch eine Zubehörkamera verbauen. Es ist abhängig davon, was man möchte und was überhaupt möglich ist. Denn manche Navigationssysteme haben gar nicht einen Videoeingang. Und dann kann man zum Beispiel ein originales System nicht verbauen. Bei diesem Fahrzeug haben wir das große Navi und wir haben hier auch die Möglichkeit, eine originale Kamera nachzurüsten. So sieht zum Beispiel eine originale Kamera halt aus. Und du kannst einmal kurz zeigen, wie das Bild an sich aussieht. Das heißt, wir haben ein Bild, wir haben Einparkhilfe nebenan. Achso, ich muss die Heckklappe zumachen, eine Sekunde. Und dann sieht man das auch, genau. So kann man das alles sehen mit dynamischen Linien und so weiter. Wichtig bei einer Rückfahrkamera-Nachrüstung ist zu verstehen, eine Rückfahrkamera kann man verschieden nachrüsten. Man kann sich das relativ einfach machen, denn die Kamera ist hier vorne verbaut. Und die Anschlüsse von den Kamera müssen normalerweise vorne am Fahrzeug angeschlossen werden. Das heißt im Beifahrer- und Fahrerfußraum. Das heißt, die ganze Kabellage muss man normalerweise durch das gesamte Fahrzeug legen. Man kann sie jetzt natürlich auch einfacher machen und die Kabellage einfach hier vorne anschließen. Das ist natürlich für den Einbau deutlich einfacher, aber für euch als Endkunde werdet ihr irgendwann Probleme bekommen, weil das System ist nicht so nachgerüstet, wie es von BMW gedacht war. Das heißt, wir haben eine andere Spannungsversorgung und das Fahrzeug schläft nicht richtig ein. Wenn man das vernünftig machen möchte, muss man verstehen, das ist keine günstige und keine einfache Angelegenheit, denn die gesamte Verkabelung muss komplett gelegt werden. Das heißt, die gesamte Verkabelung läuft halt durch den gesamten Fahrzeuginnenraum, hinten, vorne, und das alles sind alles Abdeckungen, die können beim Aufmachen bzw. zerlegen, kaputt gehen. Es können Kratzer entstehen, das Leder kann beschädigt werden. Deswegen für solche Sachen braucht man halt Zeit und Ruhe. Und das ist keine Sache, die halt günstig ist, weil die dauert relativ lange. Wir brauchen für so eine Nachrüstung ungefähr 6-7 Stunden. Das muss man verstehen. Wichtig ist auch, wenn man zum Beispiel so eine Kamera sich nachrüstet, man muss ein System nachrüsten, was möglich ist, abzudaten. Denn es gibt verschiedene Kameras, zum Beispiel verschiedene Steuergitter, die sind kompatibel. Das heißt, die sind zum Beispiel bei einem X3 verbaut, aber die sind nicht kompatibel bei einem 5er BMW. Funktionieren tun sie aber beim 5er BMW. Aber ihr werdet euer blaues Wunder erleben, wenn ihr das Fahrzeug zu BMW fahrt und BMW ein Steuergerät tauschen möchte oder ein Update spielen will. Dann wird BMW sagen, tut mir leid, die Kamera passt gar nicht zu dem Auto. Die ist nicht hardwaretechnisch für einen 5er gedacht und dann habt ihr ein Problem. Deswegen muss man immer schauen, dass wenn man sich für sowas entscheidet, dass man halt nicht an der falschen Stelle spart, sondern dass man die Systeme verbaut, die auch eine Update-Fähigkeit nichts im Wege stehen und dass die Verkabelung auch so ist, dass es auch was bringt. Weil nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn ihr Probleme mit der Elektronik bekommt, dann habt ihr keine Garantie oder Gewährleistung mehr bei dem Einbauer und dann sitzt ihr mit der ganzen Thematik alleine. Alles schon erlebt, alles schon gesehen, deswegen muss man immer halt gucken, dass man das auch weiß, worauf man achten soll und nicht irgendwie die falschen Sachen macht. Denn sonst diese ganzen Plastikdinger machen dann Geräusche, die ganzen Nups, die sind alle abgebrochen und das hält alles nicht. Und plus, es gibt noch Probleme mit Elektronik. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt, vergleicht die einzelnen Sachen, meldet euch telefonisch oder per E-Mail und dann werden wir euch behilflich sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.